Es geht endlich wieder los. An einem Sonntag, nur ungefähr einen Monat, glaube ich, zu spät, oder? Ungefähr. So Pi mal Daumen oder Pi mal Finger. Was ist denn passiert? Ja, wir hatten uns ja verabschiedet mit, wir sind jetzt erstmal 2,5 Wochen in Urlaub und fahren dann wieder los. Dem war leider nicht so, weil Dana ist ein Zahn abgebrochen. Und 3 Ärzte, 3 Meinungen und das alles wöchentlich. Deswegen hat sich das alles schon mal ein bisschen verzögert und am Dienstag wollten wir losfahren. Und Mango war schon ganz aufgeregt und hat mir aus Versehen beim Leckerli von der Hand nehmen in den Finger gebissen. Deswegen jetzt eine Schiene drum. Ich habe das jetzt eine Woche beobachten lassen und Medikamente genommen und ja, es wird langsam besser, hoffe ich. Und wir beobachten es weiter. Wollen jetzt aber auch nicht mehr warten, jetzt geht's endlich los. Ja, wir hatten uns ganz schön ambitionierte Ziele gesteckt für die Reise. Wir wollten eigentlich bis auf die Lofoten fahren. Wir sind uns jetzt nicht mehr sicher, ob wir das wirklich schaffen. Wir schauen mal. Genau. Wir gucken einfach, wie weit wir kommen und wollen uns ja auch nicht zu viel Stress machen. Soll ja auch Spaß machen. Und ja, wir nehmen euch in gewohnter Weise mit und hoffen, dass wir euch ein bisschen was Schönes zeigen können. Wenn das Wetter so bleibt, bin ich da sehr optimistisch. So, los geht die wilde Fahrt. Siehst du? Morgenstund hat Gold im Mund. Willst du mal aufstehen? Nein? Keine Lust? Keine Lust. Keine Lust. Ja, wie ihr seht, völlig neue Szenerie. Ist ein bisschen dunkel und mystisch. Und kein Sonnenschein mehr, sondern Regen und Gewitter und bäh. Wind und eklig. Ja. Wir sitzen auf unserem mega bequemen Sofa, ja, fett gepolstert. Können die Füße bequem hochlegen, also ganz entspannt. Der eine mehr, der andere weniger. Ja, genau. Wir sind mittlerweile bei Lüneburg. Sind heute noch mal so, ich würde sagen, wann sind wir losgefahren? Um 12. Also 6 Stunden unterwegs gewesen. Also wieder ein mega langer Trip. Ihr seht, Dana ist ultra müde. Ja. Wir sind alle ultra müde. Es war wieder extrem warm. Eigentlich sind wir also froh, dass es regnet. Aber bedeutete halt auch für uns, dass wir heute mal zum Sofa umbauen mussten.
während es schon geregnet hat, deswegen ist hier ein bisschen Chaos, aber wir haben beide unser Plätzchen gefunden. Mango hinter uns, die schläft schon tief und fest, träumt glaube ich auch sehr intensiv, wenn man das so richtig hört. Ja, wir versuchen jetzt gleich mal zum Bett umzubauen, aber überlegen gleichzeitig auch noch ein bisschen, was wir morgen machen wollen. Weil genau, wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob es eine lange Etappe wird nochmal oder ob wir es ein bisschen gemütlicher angehen und einen kurzen Zwischenstopp noch machen. Wir tendieren eigentlich zu der kurzen Etappe, suchten uns dann irgendwo bei Kiel wahrscheinlich nochmal ein schönes Plätzchen für die Nacht und dann geht's nach Dänemark. Ja, das ist eigentlich das Ziel, nach Dänemark. Also für morgen. Mal gucken. Ja. Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich glaube, wir sind froh, mal ein bisschen gemütlicher anzugehen und wir haben ja eigentlich auch Zeit. Ja, wir haben eigentlich Zeit und mittlerweile sind wir, glaube ich, beide so weit zu sagen, okay, wenn wir es nicht auf die Lofoten schaffen, schaffen wir es halt nicht. Auch vielleicht schaffen wir es. Ja, wir müssen echt mal sehen, wie wir halt so vorankommen. Heute ging es eigentlich relativ gut über die Landstraße. War nicht so anstrengend, wie ich es erwartet habe. Ja, es waren trotzdem auch 300 Kilometer, glaube ich. Und normalerweise fahren wir halt, wenn wir so auf Reisen sind, 150 am Tag und mehr nicht. Und man merkt es halt auch Mango an, die ist echt müde. Aber noch frisst sie richtig gut. Und trinkt und schläft und ist glücklich, wenn sie läuft. Und ach ja, deswegen versuchen wir eigentlich schon ein bisschen Strecke zu machen. Ja, genau. Wie gesagt, jetzt versuche ich, während wir hier drin sitzen, weil es halt immer noch extrem regnet, das Ganze hier zum Bett umzubauen. Ich versuche nicht zu sehr im Weg zu sein. Ja, das Hundegitter lassen wir wahrscheinlich diese Nacht mal drin, weil wir das gerne mal testen wollen. Wenn wir irgendwo im Dunkeln mal ankommen oder uns nicht so wohl fühlen, dass wir das halt möglichst schon drin lassen können und nicht noch groß umräumen müssen. Genau. Deswegen, das bleibt heute mal drin. Also muss ich nur hier vorne irgendwie alles organisiert kriegen, während sie auch noch mit drin ist. Ich nehme nicht viel Platz weg. Das stimmt. So, genau. Geht los. Keine Ahnung. Ich glaube, wir gucken mal, ob wir es gefilmt kriegen oder nicht. Einfach, weil ich dich hasse. Ja, nur ein Test. Nee, bitte an die Seite. Einfach da drauf. Schon mit vollem, mit allem, was ich habe. Mit allem, was du hast, ja. Ja, du darfst nicht gleich anders hin. Hauptsache, dass ich kurz auf die Seite wegschwimmen kann. Boah, hast du stinke Füße, Alter. Boah. So, Nummer 1, Dana ist auf der anderen Seite. Ganz einfach. Ganz einfach. Auch für mich. Wir haben auch nur ungefähr 45 Grad hier drin, also 98% Luftfeuchtigkeit. Ganz angenehm. Wie geht's dir so? Alles gut bei Ihnen? Bisschen warm. Könntest du die Klimaanlage anschalten? Nee. Scheiben schlagen schon. Ja. Ja, liegt drauf. Ich kann auch helfen. Nee. Ich dachte. Ja. Damit es ein bisschen wärmer wird, damit du nicht erfrierst. Das habe ich vergessen.
los. Hier ist ein Lenkrad. Da hätte ich wohl oder übel die Tür aufmachen müssen. Eins, zwei, drei. Schneid mal raus. War gar nicht nötig. Hier drüben bitte draufstellen mit beiden Füßen. Oder mit einem Knie. Hauptsache ich kann da ran. Ja. Arschgesicht. Geile Nummer, sagt man dazu. Kannst du es machen? So. Wie in so einem Affenhaus jetzt. Ja. Es stinkt. Wow. Aber es hat funktioniert. Ja, wir müssen noch die Seiten tauschen. Machen wir so Ninja-mäßig. Ja. Ich oben, du unten. Das ist wahrscheinlich sinnvoller so rum. Dann schlafst du jetzt noch lieber. Der Hund währenddessen. Das sieht keiner, wie tiefenentspannt der Hund ist. Warum sage ich's? Guck, da! Da? Da ist Hund. Entspannt Hund. Hund ist entspannt Hund. Okay. Wo meinst du oben und unten? Lieber ein Twister, oder wie du weißt. Ja. Keiner gesehen. Schnitt! Oh. Eigentlich brauchen wir die gar nicht, weil es so warm ist. Yep. Das war's jetzt. Fertig. Wo sind unsere Kissen? Warte. Schlafsack weg. Da. Kissen drack. Da ist Wasser, haben da eine Ablage. Komm mir, ah ja, das mache ich gleich. Was? Halten bitte. Das ist vor. Das würde ich aber nicht machen, während wir hier drin sind. Nur einen kleinen Schluck auf mein Kissen. Riecht's nach Affenhaus mit Lavendel. Gut. Geschafft. Das war's? Ja. So schlafen wir jetzt. Gute Nacht. Ja. Ja. Morgen. Moin. Hat geklappt, wie ihr seht. Ja. Ja, wir haben geschlafen. Das Hundegitter hat mich so ein bisschen gestört. Franzi nicht. Mich nicht, Mäusel nicht. Verstehe ich nicht. Aber es hat funktioniert. Es war bequem wie jede Nacht. Ja, das Umbauen war ein bisschen schwierig, weil ich ein bisschen mich blöd angestellt habe. Aber wir haben, glaube ich, 17 Minuten gebraucht, trotzdem ich mich dumm angestellt habe. Also tippitoppi. Und es ist ganz schön, weil es schön abgekühlt hat. Also wir können jetzt ganz gemütlich auch noch ein paar Minuten liegen bleiben, ohne dass es gleich zu warm wird im Auto. Und dann schauen wir mal, wo es nachher hingeht. Ja. Erstmal Frühstück. Wir schauen gleich erst einmal auf Maps. Oh. Puh. Und wenn wir was im Magen haben, geht es uns besser.
Okay. Gut. Tschö. Tschö. Wir sind in Dänemark. Wir sind doch schon weitergefahren. Den Campingplatz, den wir als Zwischenstation rausgesucht hatten, der war nur 139 Kilometer entfernt und irgendwie dachten wir uns, boah, das ist ja nicht mal tanken. ja, und weil das Wetter heute ja trüb ist und heute Vormittag alles die ganze Zeit verregnet, haben wir uns entschieden, einfach schon mal nach Dänemark zu fahren und haben auch den Campingplatz, den wir schon vor einer Woche mal gemietet hatten, den wollen wir jetzt anfahren, weil er gesagt hat, kommt einfach vorbei, wenn ihr dann halt soweit seid. Ja. Und wir wissen aber noch nicht, ob wir das schaffen, weil das ist noch 2 Stunden entfernt und ja, langsam ist es dann doch ein bisschen spät. Und ja, Dana ist müde, Mango ist müde, ich bin sowieso immer müde. Ja, wir schauen mal, ob das noch klappt heute und sonst suchen wir uns einfach irgendwo unterwegs jetzt noch was zum Schlafen. Genau, so der Plan. Aber wir haben schon mal die erste Grenze geschafft. Das ist doch schön, oder? Und wir sehen das Meer. Ah ja, da! Ja, jetzt sind wir doch an dem Campingplatz angekommen, der auch ursprünglich unser Ziel war. Also wir glauben, dass das hier der richtige ist. Wir fragen jetzt mal nach oder Dana. Wäre schon klasse, wenn das klappt, weil geplant ist auch, dass wir 2 Nächte bleiben und morgen einfach mal entspannen. Beziehungsweise halt arbeiten, aber einfach mal an einem Ort bleiben, das für Mango gut ist, für uns gut. Genau. Mango jammert schon, die will raus, die will ein bisschen toben. Ja, Mäuschen. Genau. Mal schauen, ob das jetzt alles klappt oder ob er unsere E-Mail nicht bekommen hat, dass wir heute auftauchen. Ja, mal gucken. Dänische Gelassenheit. You just took your place. Sind wir hier richtig? Wir sind hier richtig. Hat alles funktioniert. Perfekt. Heute ist es nicht ganz so angenehm, aber wir haben trotzdem Ruhe- und Pausetag. Nach der ganzen Strecke in den letzten 3 Tagen ist es dringend an der Zeit, mal das Auto stehen zu lassen. Eddie braucht eine Pause, Mango braucht offensichtlich eine Pause und wir sowieso. Genau, wir nutzen die Zeit, um zu arbeiten, wollen nachher aber trotzdem mal an den Strand runterlaufen. Wir sind hier übrigens auf der dänischen Insel Helnæs, falls mich schon erwähnt. Genau, die Sonne soll seit 2 Stunden rauskommen. Wir warten sehnlich drauf, weil es ist kühl. Aber ja, wir wollten ja in den Norden fahren. Da muss man damit leben. Nasebär, kann man aufstehen. Thank you.
guten Appetit. Guten Morgen. Morgen. Ja, wir haben ausgeschlafen. Wie ihr seht, scheint die Sonne. Ich habe Sonnenbrand, wie immer. Nichts Neues. Ich habe mich aber eingecremt diesmal. Ja, genau. Also das war jetzt unser eigentlich schon letzter Tag in Dänemark. Denn das war nur als Zwischenstation natürlich gedacht. Heute geht es weiter nach Schweden. Ganz genau. Und wir haben jetzt so nach den vielen Reisetagen überlegt, dass wir die Lofoten noch nicht ganz aufgeben wollen und werden erstmal weiter durchziehen und schauen mal, wie das alles klappt mit Arbeiten und Entspannung und Fahren und ja, wie wir halt vorankommen. Aber irgendwie wäre es schon cool, wenn es klappt. Schauen wir mal. Genau. Wir stressen uns nicht zu sehr, aber versuchen uns trotzdem zu beeilen und dann sehen wir, was bei rumkommt, ob wir es auf die Lofoten schaffen oder davor schon nach Norwegen abbiegen. Wir werden sehen. Ganz genau. Wir versuchen spontan zu bleiben und trotzdem irgendwie die Reise zu genießen, denn dafür ist es ja eigentlich da. Genau. Und dann bedanken wir uns erstmal fürs Zuschauen. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns einen Daumen und ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns sehr gern nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Ciao.